Hyperloop. Dieses Projekt eines Vakuumzuges wurde im Jahr 2013 vom amerikanischen Unternehmer Elon Musk vorgeschlagen. Hyperloop wurde als auf Stützen basierender Hochbaupipeline entwickelt, in der etwa 30 Meter lange einzelne Transportkapseln mit einer Geschwindigkeit von 480 bis 1220 km pro Stunde je nach Gelände mit einem Intervall von 30 Sekunden in eine Richtung fahren. Die Entfernung von 1200 Kilometern kann der Hyperloop in nur einer Stunde überwinden. Die Beschleunigung und Verzögerung der Kapsel werden durch lineare Induktionsmotoren erzeugt, die sich in dem Rohr befinden. Für die Stromzufuhr des Motors sind Solarpaneele auf dem Rohr verantwortlich. Frecciarossa 1000. Dieser Hochgeschwindigkeitszug wird vor allem in Italien eingesetzt. Die maximale Geschwindigkeit, die Frecciarossa 1000 erreicht, beträgt etwa 400 km pro Stunde und seine maximal zulässige Geschwindigkeit beträgt 360 km pro Stunde. Der Zug wurde speziell dafür entwickelt, um Passagiere über lange Strecken bequem zu befördern. So kann er zum Beispiel eine Entfernung von 574 km in ca. 2 Stunden 15 Minuten überwinden. Der 200 Meter lange Zug kann in beide Richtungen fahren und ist in 8 Waggons unterteilt, die bis zu 485 Passagiere in 4 verschiedenen Komfortklassen befördern. Shanghai Maglev. Shanghai Maglev, die schnellste kommerzielle Eisenbahnstrecke auf einer Magnetschwebebahn, verbindet die U-Bahn-Station Longyan Road Station in Shanghai mit dem Pudong International Airport. Der Zug überwindet die Distanz von 30 km in etwa 7 Minuten und 20 Sekunden, beschleunigt auf eine Geschwindigkeit von 432 km pro Stunde und hält diese etwa 1,5 bis 2 Minuten lang. Ein bedeutender Teil der Strecke verläuft entlang eines sumpfigen Geländes. Jede Gerüststütze befindet sich auf einem Betonkissen, das auf einem Felsfundament montiert ist. An einigen Stellen erreicht die Dicke dieses Kissens 85 Meter. Der Maglev-Zug fährt 15 cm über die Schienenoberfläche und wird durch Elektromagnete in die Luft angehoben. Avilia Liberty. Die nationalen Betreiber von Personenfernverkehr in den Vereinigten Staaten Amtrak plant, den Betrieb von 28 neuen Hochgeschwindigkeitszügen zu starten. Sie werden in den Werken der Firma Alstom in Hornell gebaut werden. Avilia Liberty besteht aus 2 kompakten vorderen Wagen, die nur für Ausrüstung gedacht sind, und weitere 9 Wagen mit Passagierkabinen. Wenn nötig, kann die Anzahl der Zwischenwagen auch auf 12 Züge erhöht werden. Die Züge sollen mit einer Wagenkastenneigung von Tiltrocks sowie einem hochtechnologischen Sicherheitsstandard bei Zusammenstößen ausgestattet werden. Avilia Liberty ist für Geschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Stunde ausgelegt. CRH 380A. Dieses Modell ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der in China unterwegs ist. Der CRH 380A kann Geschwindigkeiten von mehr als 350 Stundenkilometer erreichen und beschleunigt während der Testläufe auf fast 420 Stundenkilometer. Mit der Einführung dieses Modells konnte die Fahrzeit zwischen den Städten deutlich verkürzt werden. Statt 78 Minuten benötigt der 202 Kilometer lange Weg nunmehr 45 Minuten mit Zwischenstopp. Es ist auch erwähnenswert, dass der CRH 380A 7 Minuten benötigt, um auf 380 km pro Stunde zu beschleunigen. Shinkansen N700. Dieser japanische Hochgeschwindigkeitszug wurde gemeinsam von den Unternehmen JR Central und JR West entwickelt. Der Zug überwindet die Entfernung zwischen Tokio und Osaka, die 515 km beträgt, in 2 Stunden und 25 Minuten. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Stunde entwickeln und seine Kippfähigkeit ermöglicht es, eine Geschwindigkeit von 270 km/h mit einem Radius von bis zu 2500 Metern zu halten. Ein weiteres Merkmal des N700 ist, dass er schneller beschleunigt als andere Züge der Shinkansen-Linie. In nur 3 Minuten erreicht der Zug eine Geschwindigkeit von 270 Stundenkilometern. We'll be right back.
THSR 700T. Dieser Hochgeschwindigkeitszug wird auf der Insel Taiwan aktiv eingesetzt. Der Zug fährt entlang der Strecke Taipei-Kaohsiung. Die Länge dieser Verbindungslinie an der Westküste der Insel ist etwa 335 Kilometer lang. Der Zug kann diese Distanz in nur 1,5 Stunden überwinden. Im Fall einer Notbremsung beträgt der Bremsweg des Zuges bei voller Geschwindigkeit etwa 4 Kilometer, wobei er für den vollständigen Halt etwa 2,5 Minuten benötigt wird. Die Durchschnittsgeschwindigkeit des THSR 700T variiert von 300 bis 315 Kilometer pro Stunde. Unter allen Modellen wurde auch ein einzigartiger Zug entwickelt, für dessen Design der US-Sender Cartoon Network verantwortlich war. Leopard Train. Ein weiteres buntes Zugdesign wurde im Netz von dem User Random Hijinks erstellt. Die Bilder des ungewöhnlichen Zuges wurden in der internationalen Internet-Design-Community präsentiert. Daraufhin weckte sie das Interesse aller Internetnutzer der Welt. ICE 3. Dieser Zug ist in zwei Versionen auf nationalen und internationalen Strecken verfügbar. Der ICE 3 besteht aus 8 Waggons. An den Enden des Zuges befinden sich die sogenannten Zuggruppen mit je 3 Wagen, von denen jeder 2 zusätzliche Anhängerwagen enthält. 2 ICE 3 Züge können gemeinsam zu einem Zug gekoppelt werden, dabei verbinden sich die Zuglinien. Zu den besonderen Merkmalen dieses Zuges gehört eine hohe spezifische Leistung von 19 kW pro Tonne Masse. Die Höchstgeschwindigkeit, mit der der Zug in jeder Stadt in Deutschland in die benachbarte Schweiz, Belgien, Österreich und in die Niederlande gelangen kann, beträgt 330 Stundenkilometer. Talgo 350. Dieser elektrische Zug wurde von der Firma Talgo zusammen mit der spanischen Marke AVE entwickelt. Talgo 350 bietet Platz für 318 Passagiere und erreicht auch eine hohe Geschwindigkeit. Dank der innovativen Leistung kann der Zug bei minimalem Energieverbrauch bis zu 365 Stundenkilometer schnell fahren. Das Modell ist mit 2 Motoren von je 4000 Kilowatt ausgestattet. Die Vorderseite des Zuges ist leicht abgeflacht, um deren Geräuschpegel während der Fahrt zu reduzieren. Eurostar E320. Die Firma Eurostar ist im Hochgeschwindigkeitspersonenverkehr in Europa tätig. Der Eurostar E320 ist der britische Hochgeschwindigkeitszug der TVG-Serie, der inzwischen Großbritannien, Belgien und Frankreich über den Kanaltunnel, den zweitlängsten Eisenbahntunnel der Welt, fährt. Der elektrische Zug zeichnet sich durch seine große Länge aus, die bis zu 394 Meter beträgt. Die Kapazität des Modells E320 beträgt 900 Passagiere und die Arbeitsgeschwindigkeit des Fahrzeugs erreicht 300 Stundenkilometer. Die Strecke von London nach Paris mit diesem Zug dauert also 2 Stunden und 16 Minuten. HEMO 430X. Experten des koreanischen Forschungsinstitutes haben HEMO 430X, einen Hochgeschwindigkeitszug der neuen Generation, gebaut und nahmen ihn 2012 in Betrieb. Der Zug kann bis auf 430 km pro Stunde beschleunigen. Bei ersten Tests konnte er in weniger als 4 Minuten auf 300 Stundenkilometer beschleunigen. Koreanischen Experten zufolge kann die Geschwindigkeit des Modells nach dreijährigen Verfeinerungsarbeiten etwa 500 Stundenkilometer erreichen. Alstom Euro Duplex. Die Euro Duplex-Züge sind die dritte Serie der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge. Dieses Modell wird von der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF gewartet. Diese zweistöckigen Züge können mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 320 Stundenkilometer fahren. Euro-Duplex-Züge wurden im Dezember 2011 zur Beförderung zugelassen und ein Alstom Euro-Duplex bietet Platz für 1020 Passagiere gleichzeitig.
Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird.